Hallo und herzlich willkommen, liebe Eslucci-Fans. Heute gestalten wir mit euch ein DIY zum Thema Herbstdekoration mit unserer Eslucci MyLight. Also, seid gespannt. Alles, was ihr dazu benötigt, sind einfach herbstliche Gegenstände. Ihr könnt natürlich auch passend zu jedem Feiertag oder auch zu jedem Fest dekorieren, so wie ihr es natürlich gerade braucht. Wir haben uns jetzt für eine Herbstdekoration entschieden und sind dafür in den Wald gegangen und haben uns ein bisschen Efeu, ein paar Äste mit Moos, Tannenzapfen und natürlich auch Herbstblätter besorgt. Dann fangen wir mit unserem ersten Schritt an und dafür nehmen wir uns ein bisschen Efeu und drehen das zu einem Kreis zusammen, so dass wir es perfekt in unsere MyLight unten rein bekommen, um hier einfach den Boden zu bedecken. So, nachdem wir unsere Efeu-Grenze geformt haben, möchten wir sie natürlich in unsere Eslucci MyLight bringen. Ich habe mir dafür jetzt einen Zeber genommen, dass ich unten einfach nicht so viele Fingerdapser hinmache, dass ich die Leuchte nicht gleich wieder putzen muss. Also, wir nehmen unsere Grenze, drücken die ein bisschen zusammen, damit es einfacher geht, die reinzubekommen. Ihr könnt natürlich so viele Efeu-Grenze verwenden, wie ihr das benötigt. Genau. Sind diese drinnen, würde ich sagen, gehen wir zu Schritt 2 über. In Schritt 2 gehen wir zu unserem nächsten Dekostück über, und zwar einem Ast, der mit Moos besät ist. Diesen positionieren wir einfach dort, wo er uns am besten gefällt. Positionieren ihn jetzt hier, denn da kommt er nämlich am besten zur Geltung. So, um das Ganze noch ein bisschen abzurunden und auch so ein bisschen in die weihnachtliche Schiene zu bringen, dekorieren wir jetzt noch mit Tannenzapfen. Also, ihr könnt dort auch wieder so viele Tannenzapfen nehmen, wie ihr möchtet und auch natürlich in unterschiedlichen Größen. Und auch diese positioniert ihr einfach so, wie es euch am besten gefällt. Und einen tun wir noch rein und dann ist unsere MyLight für den Herbst und für den Winter perfekt gewidmet. So, wenn ihr mit eurer Dekoration fertig seid, dann würde ich sagen, machen wir unsere MyLight ready, dass wir unsere Deko natürlich auch aufhängen können. Also, los geht's! Dafür benötigen wir den Rest unserer Eslucci MyLight und natürlich auch eine Glühbirne. Also, diese drehen wir hier unten in die Fassung mit ein und schon wäre unsere Fassung fertig zum Leuchten. Jetzt müssen wir natürlich dieses Teil noch in unsere Eslucci MyLight reinsetzen und das machen wir jetzt. Dann bringen wir mal unsere Leuchtmittel ab in unsere MyLight. Also hier sind so Stifte mit dabei, die müsst ihr einfach durch das Glas in die Fassung drehen. Da sind so Löcher, genau, 3 Stück insgesamt. Einen habe ich schon vorgedreht, damit es einfacher ist. So, nun ist unsere Leuchte fertig, um an der Decke montiert zu werden. Und so sieht dann euer Endergebnis aus, wenn ihr eure Eslucci MyLight dekoriert habt und an eurem perfekten Ort aufgehangen habt. Eslucci, dein neues Licht.